Hi, hast du nach deiner Schicht Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Leute, los geht's! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und ja, heute wird's der Perf Simulator und ja Leute, ich kann das Spiel nicht ernst nehmen, also ich nehme das Ganze hier mehr auf die Schippe als alles andere. Und ja, ich denke mal, der Entwickler sieht es aber genauso. Also es ist wirklich das Thema mehr aufs Korn nehmen als ernst zu nehmen. Und ja, von daher drücke ich mein Auge zu. Also es gibt irgendein Game in Flat, das wurde auch, glaube ich, verboten. Ich bin mir aber nicht sicher. Habe ich mal irgendwie auf die krankesten Spiele oder so ein Video auf YouTube gesehen. Und ja, da muss man irgendwie Frauen entführen, Frauen vergewaltigen oder irgendwie so eine kranke Scheiße. Und sowas würde ich definitiv nicht spielen und nicht auf meinem Kanal zeigen. Also hier muss man jetzt Menschen beobachten und ja, ein paar andere Dinge machen. Aber ja, gut. Wie gesagt, ich sehe es erst eher locker und ja, wenn es zu krank wird, werde ich auch definitiv dann ausmachen oder wegblenden. Und ja, ich wollte es definitiv trotzdem hier auf meinem Kanal zeigen. Und der Entwickler hat mir auch einen Key zur Verfügung gestellt. Also ihr könnt das Spiel hier auch gewinnen. Und ja, schreibt gerne eure Meinung zu dem Titel, zu dem Spiel hier in die Beschreibung. Schreibt natürlich auch dazu, dass ihr gewinnen wollt. Und ja, dann werde ich nächste Woche, ich denke mal Montag oder Dienstag, mal einen Livestream machen. Die Zeit werde ich noch ankündigen. Und ja, machen wir einen Livestream. Können gerne auch ein bisschen über das Game plaudern. Wie seht ihr das? Und ja, wie findet ihr das Game? Muss man sowas machen? Sollte man sowas lieber sein lassen? Also sowas interessiert mich natürlich. Können wir dann gerne mal ein bisschen besprechen. Vielleicht kommt auch noch der ein oder andere in den Voice. Ihr könnt gerne zu unserem Discord kommen, also die drei Flatingos. Discord ist unten in der Beschreibung und ja, da werde ich dann definitiv auch wahrscheinlich die Leute dann in den Voice einladen, wenn ich diese Lose gezogen habe und der Gewinner feststeht. Und von mir aus können wir dann gerne ein bisschen plaudern. Vielleicht ist der Hoshi, Chris, Reality dabei, Hank, wer weiß, wer Bock hat, Zitronenarzt, vielleicht hat der dann auch Zeit. Können wir gerne mal ein bisschen plaudern darüber. Ist irgendwie ein geiles Thema. Ja, Leute, ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber reden. Also ich werde es in die Beschreibung packen, alles zum Game, zum Entwickler. Und ja, ich würde erst mal sagen, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, Leute, hier sind wir in Perf Simulator. Und ja, hier sind unsere drei Charaktere, die wir uns aussuchen können. Die schweben in so einer Art, ja, Kapsel. Und was ich herausgefunden habe, wir haben hier einen Schalter. Und dann gehen hier die Monitore an. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Licht hier. So. Hier ist immer der Charakter, den wir gerade spielen. Wir haben Frank, wir haben Marlon. Und wir haben Jessica. Komm, Jessica. Sei nicht so schüchtern. So, das ist Jessica. Was ich bisher jetzt gesehen habe, macht es keinen Unterschied, welchen Charakter wir spielen. Ich weiß aber nicht ganz genau. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir die... Ja, was für so einen perversen Stalker natürlich ganz wichtig ist. Wir haben die Fatzebook-Seite. Wir haben so ein perverses Forum. Überwachungskameras, ja? Haben wir angezapft. Wir haben Chips. Leia. Soll wahrscheinlich Lace sein. Ah, okay, den können wir nicht. Können wir nicht rübergreifen? Ne, geht nicht so gut. Okay. So, wir sollen uns jetzt einen Charakter aussuchen und dann auch direkt das Level. Wir gehen erstmal ins Rotlichtviertel. Und ja, was sind unsere Aufgaben? Look at the ladies, collect condoms. Jerk off. Jerk off heißt so viel wie. Werde ich euch aber nicht zeigen. So. Aber ja, wenn wir das ausgewählt haben, gehen wir einfach hoch und los geht das Spiel. Naja. Ich weiß natürlich nicht, wer solche Spiele braucht. Aber ja, wir checken das Ganze jetzt mal ab und ja. Hi. Du bist neu hier, oder?
Ich habe dich noch nie hier gesehen. Okay, was steht denn hier? Phase 1. Stack some crates to get a better look at Tina. Look at her until the bar is full. Red Light District. Okay. Trashy Tina. Jetzt sollen wir hier die Kisten stapeln, dass wir wahrscheinlich da auf dieses Gerüst kommen. Warum auch immer da ein Gerüst steht an so einem, ne, Rotlichtviertel. So. Sowas ist bei den meisten Spielen immer schwer. Ah, ich kann es mit einer Hand steuern. So, dann nehmen wir uns die nächstgrößere Kiste. Stellen die hier dran. Und dann bauen wir uns so ein bisschen ein Treppchen, würde ich sagen. Also vom Grafik her, die Models sehen ganz nett aus. Haare sind jetzt nicht so toll. Aber ansonsten ganz okay. So, wir haben eine Sprungtaste. Also wie wir hören, hört sich jetzt männlich an. Obwohl wir Jessica spielen. Ist auch schon komisch, ne? So, und jetzt haben wir hier schon so einen Balken und ein Auge wird uns angezeigt. Dann springen wir mal hier drauf. So. Okay, da passiert nichts. Da ist noch eine Frau. Okay, ist sie ruhig? Come on. Show it. Show me what you got. Shake yes! Wow. Watch your step! Okay, wir haben Trashy Tina angeschaut. Trashy, du warst gut. Yes. Wir nennen sie einfach Melinda. Hi! Also viel bietet das jetzt nicht. Ich bin gespannt aufs nächste Level. Also hier sehen wir eine Hauswand, die komplett einfach nur, ja, könnten auch Kartons sein. Himmel sieht ganz okay aus. Kann man nicht meckern. Das Rotlicht sieht auch super aus. So. Phase 2. Pick up 3 condoms and put them over your shoulder in your backpack. 3 Kondome. Ah, da sehe ich was. Da sehe ich was. Okay, jetzt erscheint hier so ein komische Aufbewahrungsboxen scheinbar. Ah, okay. Burex heißen die. Okay. Die sollen wahrscheinlich anders heißen, ne? Alter, so große Kondome. Also, ein bisschen übertrieben, oder? Ich meine, Männer meinen ja immer... Die hatten den allergrößten, aber das ist selbst für ein Pferd schon zu groß. Aber gut. Na du, Kleine. Also deine Haare sehen echt komisch aus. Da kann ich durchgucken. So sahen meine auch früher mal aus. Na, du hast ein gutes Sixpack. Hätte ich mal so ein Sixpack. Aber dass man jetzt mit denen auch nicht kommunizieren kann oder so. Ah, guck mal. Nein, ich kann nichts machen. Also hier kann ich auch nicht reinschauen. Okay, packen wir uns den nächsten. Den nächsten Burex. So, schon haben wir ihn. Den Burex. So. Jerk off at the lady between Bar Bandicoot and Yellow Banana. Bar Bandicoot. Und Yellow Banana. Ja, ist klar. Ist klar, Alter. Okay, das geht nicht. Okay, ihr müsst mich jetzt mal kurz allein lassen. Ihr guckt ja immer noch zu. Kurz abschalten. Okay, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab mir einen runtergejerkt. Das muss mal laufen. Lauf! Lauf, du Perverser! Ich bin entkommen. Naja,
naja, das Ganze lief jetzt ziemlich hakelig. Ich habe echt jetzt lange gebraucht, damit er überhaupt irgendwie erkannt hat, dass man da in dem Bereich irgendwas macht. Okay. Wir bleiben weiter bei Jessica. So. Haus. Das ist das nächste Level. Es sollen noch welche folgen, scheinbar, wie es aussieht. Was wollen wir hier machen? Look at Stacy. Collect items. Jerk off. Okay. Los geht's. Walk down the street and look for something interesting. Ja, guck mal. Also es ist ein mega, mega kleiner Bereich. Ja, es ist noch nicht mal eine Stadt. Es ist nur ein Haus. Und ich habe die ganze Zeit hier den komischen Balken. Okay. Wir haben was gefunden, was uns scheinbar gefällt. Können wir uns ausklauen, ne? Look at Stacy. Da wird Stacy sein, oder? Müssen wir einen Weg reinfinden. Das ist wie bei Chief Simulator. Schauen wir mal. Da war eine Leiter. Ich muss einen Weg über diese Fence. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Dann können wir uns hier was bauen? Wo ist die denn? Okay. Wir müssen Stacy finden, scheinbar. Ja, ich meine, so bewege ich mich auch immer zu Hause, ne? Wir müssen jetzt scheinbar. Oh, I hear a shower. Oh, Stacy. Kann ich mich hochziehen? Nein. Dann können wir uns den bestimmt benutzen. Da wird die Dusche sein, oder? Wir bauen uns was. Wir bauen uns was. So, schauen. So. Oh, Stacy. Na, Stacy ist ein sauberes Mädel, ne? Hello, beauty. I like it. I like it. Look at me, look at me. I want to share you with my friends. I want to share you with my friends. Okay, da wird man nicht schnell erwischt. Da kann ich auch nichts machen, okay. Was ist das denn da oben? Naja, also bisher haut mich das Spiel jetzt allein vom Thema schon nicht aus den Socken, aber auch von der Aufmachung her. Show it. Hello, beauty. Show me what you got. Hello, beauty. I like it. Come on, show it. I want to share you with my friends. I want to share you with my friends. I like it. Du perverse Sau. Who cut that hair? Who cut that hair? Look at that hair. Come on. Ah, ja, schöne, show it. Er hat schöne Haare. Show it. Come on. Show it. 1-3 complete. Kann man denn jetzt hier irgendwie. Doch noch irgendwie. Walk to the front door. Okay.
Drei Souvenire sollen wir. Ja, komm, ist gut. Ja, man fällt auf. Das Gute ist, wir haben den Teil jetzt abgeschlossen und können jetzt wirklich direkt weitermachen. Oh, the light. I need to hide. Jetzt müssen wir mal schauen. Sind wir auf jeden Fall drin in der Wohnung? Kann man jetzt in alle Dinger rein? Nee, scheinbar nicht. Wow. Steht die schon? Da steht die. Hello, Beauty. Aber hier ist auch nichts, was wir jetzt mitnehmen können, glaube ich. Komm, wir lass uns mal erwischen von der. Hi. Oh Gott, ey. So, hier ist auch noch weiterhin auf, ne? Kein Problem. Jetzt probieren wir mal. Guck mal, hier ist schon mal BH. Dann weiß ich nicht, was das sein soll. Schluppen? Zahnbürste oder was soll das sein? Suppen liegen da, okay. Da schläft einer? Okay. Die muss ich aufpassen. Wenn die einmal jetzt gleich nochmal zur Küche geht, dann könnte ich mir die Schluppen schon mal holen, wenigstens. Ne? Die hätte mich sehen müssen. Eigentlich. Okay. Gut für uns. Kann ich nicht rein. Was soll das für ein Teil sein? Keine Ahnung. Hallo Pixel Stacy. Wenn ich rumgucke, sehe ich noch mal irgendwas. Nicht, dass ich wüsste. Wie geil ist das denn? Hier sind überall Türen und man kann die gar nicht öffnen. Do it, Stacy, do it. Hello, Beauty. Do it, Stacy, do it. Do it, Stacy, do it. Naja, Leute, das war's mit dem Gameplay hier. Also ich find's echt schwach, muss ich leider sagen. Es ist noch in der Early Access, aber ja. Jetzt haben wir keine Pixel gesehen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ja, ihr seht es ja, ich habe es nicht wirklich ernst genommen und ja, sollte man auch nicht bei so einem Spiel. Ja, Idee ist ja schon krank. Von der Grafik her ist es ja für ein Low-Budget-Spiel okay. Level-Map-Design schlecht, ne? Wir haben hier ein mega kleines Areal. Wir können in mehrere Türen einfach nicht reingehen. Und
Ja, das Inventar, was hier aufploppt, stört einen die ganze Zeit. Also ich bewerte jetzt nur mal so das Spiel. Das kann man anders lösen mit einem Rucksack, den man dann hat, wo man reinschauen kann und so weiter und so fort. Und ich muss nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Symbole vor mir haben. Stört immens und ja, von daher kann ich dem Spiel jetzt keine gute Bewertung geben. Allein von der Aufmachung her nicht. Brauchen wir das hier? Das testen wir nochmal kurz. Nee, habe ich mir schon gedacht. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat es ein bisschen unterhalten wenigstens. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht erreichen. Ihr könnt euch ein kleines Bild von diesem geilen Spiel machen. Wie eben schon erwähnt, ihr könnt es gewinnen. Also schreibt einfach unter die Kommentare, wenn ihr auch mal in dieses mega geilen Spiel reinschauen wollt. Und ja, ich würde mich trotzdem auf ein Like freuen und wie gesagt, wirklich kein Ernst hier bei dem Game. Alles nur aufs Korn nehmen, weil sowas kann man echt nicht ernst nehmen und sollte man auch nicht. Ja, Leute, ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.